Der Leverkusener Traum vom Triple und der perfekten Saison ist geplatzt. Am Mittwochabend verlor die Werkself das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo in Dublin mit 3:0. Und es war eine hochverdiente Niederlage. Bayern lieferte seine mit Abstand schlechteste Saisonleistung ab, fand eigentlich nie richtig ins Spiel, hatte gegen das Pressing der Italiener kein Gegenmittel, wurde selbst nicht torgefährlich und hatte hinten vor allem mit dem schnellen Ademola Lookman ganz große Probleme. Ja, Bayern verlor dieses Spiel nicht wegen der taktischen Ausrichtung, nicht wegen der Personalwahl, sondern in erster Linie, weil Bayern ganz viele Leistungsträger auf dem Platz hatte, die heute nicht diese Leistung abgeliefert hatten, die notwendig ist, um ein europäisches Endspiel zu gewinnen. Ja, und so ist der Traum aus, aber trotzdem bleibt es eine grandiose Saison, die Bayer Leverkusen gespielt hat. Schließlich war das die erste Pflichtspielniederlage im 52. Spiel für das Team von Xabi Alonso.